So diese komischen Lollis. So ist meine Oma wirklich. Oha, es sind genau 7. Zum Glück. Warte, ich muss gucken, ob überall eine drin ist. Ja, zum Glück. Ich hatte gerade schon Angst. So, was hier. Ach ja, stimmt, die Lollis hier. Meine Oma ist die Beste. Niemand kann meine Oma toppen. Also nein, das sind nicht alle. Jetzt nochmal eine Zusammenfassung von den Tüten, was in der Tüte so drin ist. Ich zeige die mal von Mädchen, weil ich glaube, das ist am coolsten. Also, als erstes ein Minion-Ei. Ein Überraschungsei. Voll cool. Kann eine Überraschung. Dann so ein Lolli-Ding. So ein Traubenzucker-Lolli. So. Dann eine Marder-Lolli. Dann Tattoos, mega coole Tattoos. Also mit Feen, mit Einhörnern und mit Lamas. Dann so ein cooles Melonenbonbon. Ich hab's gesehen, ich hab's gelesen. Dann so coole Popping Candy Cola Flavor. Ich glaube, ich hätte mehr Spaß als die Kinder. Ich habe auch viel mehr Spaß, das zu machen, als die, glaube ich, Spaß haben werden. Dann coole Piratensticker. Dann so diese Tattoo-Dinger, Tattoo-Kaugummis und ein Santa Shop. Aber irgendwas fehlt da. Da fehlt was. Mann. Ich habe eine Idee. Und zwar, da ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wo ich die ganzen Verkleidungssachen sozusagen hin tue. Wir haben ja diesen nervigen Tisch da. Und da platziere ich jetzt einfach alles drauf. Die Sticker habe ich da auch reingetan. Ah! Ach so, danke! Jetzt habe ich es gecheckt, die Tattoos. Danke. Die hätte ich jetzt vergessen, dass das Mädchen einfach keine Tattoos gab. Der Kuchen sieht geil aus. Ich habe vergessen, Timer zu stellen, müssen wir jetzt gucken. Warum hast du da so kahle Stellen da? Weil ich alt werde. Nee, das ist nur nicht gut. Wann ist das? Um 15.30 Uhr kommen die Kinder. Also ich habe noch genug Zeit. Oh, oh mein Gott. Ich muss euch was zeigen. Kleiner Bruder mir gemalt. Mein Job. Das soll einfach ich sein. Also ich weiß nicht, was ich da gedacht habe. Ich so, was ist der Knubbel da? So, ja, dein Bauch. Ich so dick bin ich. Und dann hatte ich erstmal keine Haare. Ich so, wo sind denn meine Haare hin? Hat er mir so Haare gemalt. So süß. Das ist so süß.
Ey, warum lässt die schon wieder alles hier stehen, ey? Oh, danke für das TikTok-Zeichen. Vielleicht der... Nee. Ja, ich wohne wieder in NRW. Aber, also nicht mit Vanessa oder so. Aber nächstes Jahr fahre ich mit einer Freundin alleine nach Italien. Vom 8. bis zum 22. August. Aber dieses Jahr war auch richtig geil. Weil ich kenne da ja so welche, die da wohnen. So Italiener, deswegen habe ich was mit denen gemacht. Das nehme ich auch immer wieder hin, weil ich da einfach zu viele Leute kenne. So, aber jetzt sieht es so schlimm aus. Ich komme nicht aus Italien. Meine Mutter ist Italienerin. Bereit für eine Beziehung. Nee. Ich bin noch nicht bereit, nee. Ach, scheiße, ich muss mal diesen Vertrag unterschreiben. Oder was heißt Vertrag? Mein Aufhebungsvertrag. Wo ist denn... Ach, ich weiß, mein Stift ist... So, jetzt muss ich das. Das Mutter jetzt schon. Und jetzt zeige ich euch, was richtig cool ist.